Agus Sidapa lebt mit ihrer Familie in Indonesien, auf der Insel Sulawesi. Ihr Leben unterscheidet sich in vielem von dem Leben einer jungen Frau in Deutschland, auch weil sie blind ist. Sie erblindete als Kind und verbrachte viele Jahre ihres Lebens ohne jegliche Förderung, bis die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der kirchlichen Frauenarbeit der Toraja-Kirche sie vor 10 Jahren fanden. Sie nahmen Agus und ihre Familie in das Programm Rehabilitation in der Gemeinschaft, kurz RBM, auf und seitdem arbeiten sie mit ihr. Agus lernte Brailleschrift und wie sie trotz ihrer Behinderung im Haushalt mithelfen kann. In Indonesien sind die Mitglieder einer Familie in hohem Maße aufeinander angewiesen. Es gibt so gut wie keine staatlichen Sozialsysteme und so zählt jede Hilfe in der Familie. Von RBM erhielt Agus einen kleinen Kredit, mit dem sie ein Kiosk eröffnete. Wenn keine Kundschaft da ist, fertigt sie Taschen. Einen kleinen Teil verkauft sie selbst, die meisten werden über RBM vertrieben. So trägt sie zu ihrem Lebensunterhalt bei. Das Toraja-Haus mit den reichen Verzierungen, in dem die Familie lebt, gehört nicht ihnen, sondern dem Clan und wird an die nächste Familie weitergegeben. Das Besondere an der Arbeit von RBM ist, dass die Frauen in die Dörfer gehen und dort die Kinder mit Behinderungen und ihren Familien aufsuchen. Die Kinder können so in ihren Familien, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die staatliche Behindertenschule ist leer. Es gehen keine Schüler dorthin. Ivan ist der einzige Junge unter 6 Mädchen und für die Mutter ist es sehr schwierig, damit zurechtzukommen, dass ihr einziger Sohn schwer behindert ist. Die junge Frau von RBM kommt 14-tägig und übt mit ihm. Aber das reicht nicht. Jemand aus der Familie sollte regelmäßig mit ihm üben. So versuchen die Mitarbeiterinnen von RBM den Eltern klarzumachen, wie wichtig die regelmäßigen Übungen für Ivan sind. Nur so kann er Fortschritte machen. RBM ini sudah 16 tahun dalam pelayanan Gereja Toraja dan istimewanya RBM ialah. Seit nun 16 Jahren versieht RBM seinen Dienst im Rahmen der evangelischen Kirche im Toraja-Land. Wir arbeiten direkt mit den betroffenen Familien zusammen, gehen von Haus zu Haus und richten Treffpunkte ein. So wurde das Programm bis in die weit abseits gelegenen Dörfer bekannt. Wir versehen unseren Dienst, ohne auf Religion oder Volksgruppenzugehörigkeit zu schauen. Im Unterschied zu anderen Einrichtungen für junge Menschen mit Behinderungen hat RBM kein eigenes Schulgebäude und auch keine festangestellten Lehrerinnen und Lehrer. Und trotzdem schicken viele Eltern ihre Kinder lieber zu uns. Wir wünschen uns, dass den Familien noch deutlicher wird, was die Aufgaben und das Angebot von RBM sind, um die Familien in der Fürsorge ihrer Kinder zu unterstützen. Dabei arbeiten wir als kirchliche Einrichtung eng mit der Bevölkerung und den staatlichen Stellen zusammen, damit die in ihrer Entwicklung eingeschränkten Kinder angenommen und gefördert werden, um schließlich ein möglichst selbstständiges Leben führen zu können. Es hat sich gezeigt, dass dies möglich ist. Viele junge Menschen, die wir betreut haben oder auch noch betreuen, arbeiten und tragen so selbst zu ihrem Lebensunterhalt bei. Einige haben sogar geheiratet und eine Familie gegründet. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Evangelischen Missionswerk in Südwestdeutschland, kurz EMS, das an unserem Dienst mit Gebeten und durch finanzielle Unterstützung teilnimmt. Ganz besonders freut es uns, dass wir durch die Hilfe des EMS nun ein Gebäude errichten können. Ein Haus, in dem wir unsere Aktivitäten zusammenführen können, von dem aus wir aufbrechen, um unseren Dienst in Dörfern zu versehen. Und wir haben ein Haus, in dem wir uns mit den Kindern, die wir von den Dörfern bringen, treffen können. Wir bedanken uns bei all denjenigen, die durch ihre Gaben unseren Dienst hier unterstützen, obwohl sie bislang nicht mit eigenen Augen sehen konnten, was wir tun. Doch nun haben wir mit dieser verlängerten Hand die Möglichkeit, dass alle es sehen können. Noch einmal vielen Dank Ihnen allen. In Rantepao, der Bezirkshauptstadt, ist der Sitz von RBM. Dorthin kommen regelmäßig Kinder und Jugendliche aus der näheren Umgebung. Entsprechend ihrer Fähigkeiten werden sie gefördert und unterrichtet.